Herzlich willkommen wieder hier aus der Weinhexe in Trier Süd. Es gibt Menschen, deren Namen man ihr ganzes Leben lang mit einem besonderen Ereignis verbindet. Bei meinem heutigen Gast sind dies zwei entscheidende Tore in der Saison 1997-1998 gewesen, die ihn zum Pokalhelden aus Trier machten. Herzlich willkommen, Rudi Tömmes. Hallo. Sie haben damals das Unmögliche möglich gemacht. Sie haben gegen Schalke 04 und gegen Dortmund die zwei entscheidenden Tore geschossen, die Sie dann ins Halbfinale des UEFA-Pokals brachten. Jens Lehmann hat nach dem Spiel die Kabinentür zertreten. Ja. Die hat er wohl immer noch nicht bezahlt, oder? Nee, ich glaube, die hat er nicht bezahlt, aber wie gesagt, sie ist mittlerweile wieder repariert und ich denke, das ist wichtiger. Nervt das Sie eigentlich, dass Sie ständig auf dieses Ereignis angesprochen werden, dass das das Erste ist, was man mit Ihnen verbindet? Nein, eigentlich nicht. Es ist immer wieder schön, wenn ein Pokal ist, dass man dann wieder die alten Erinnerungen wachgerufen werden. Aber wie gesagt, ich habe nicht alleine gespielt, sondern wir haben eine fantastische Mannschaft gehabt und ich habe dazu nur meinen Beitrag geleistet, wie jeder andere auch. Apropos Erinnerungen, welche positiven Erinnerungen haben Sie sonst noch an Ihre aktive Profizeit? Ja gut, das Schönste, sage ich mal, waren nicht die Pokalspiele, sondern der Aufstieg mit Eintracht Trier, als wir in Hoffenheim 2:1 gewonnen haben und sind aufgestiegen. Also das sind eigentlich der Höhepunkt in meiner Karriere. Gab es auch negative Dinge, an die Sie manchmal zurückdenken müssen? Ja gut, ich habe die Insolvenz bei Eintracht Trier mitgemacht, dann natürlich die eigenen Verletzungen. Ich bin 9 Monate außer Gefecht gewesen mit Muskelriss. Wann war das? Das war 2001, wo ich schon von den Ärzten gesagt bekommen, ich soll besser aufhören, Fußball zu spielen. Aber der Wille wollte noch nicht oder der Kopf wollte noch nicht. Und wie gesagt, habe ich hart trainiert für und konnte daher noch 3 Jahre spielen. 1997 gab es ja auch dann einen großen Presserummel, gerade wegen den 2 Toren, die Sie gemacht haben. Wie war das damals für Sie? Waren Sie da damals erstmal überfordert von, was da auf Sie eingebrochen ist? Also im Halbfinale habe ich schon ein bisschen Routine gehabt, weil vorher die Presse auch schon sehr stark vertreten war. Aber wie gesagt, es war schön, es war ein Erlebnis. Und wie gesagt, sowas nimmt man gerne mit, weil das nicht immer. Und deswegen war es einfach eine schöne Sache. Sie sind ja auch dadurch so ein bisschen zu einer der Hauptsäulen der Mannschaft avanciert. Waren Sie schon immer so in der Leaderrolle drin oder mussten Sie sich da erstmal eingewöhnen und einfinden? Nein, also ich habe ja schon jahrelang die 10 gespielt in Trier. Also ich war auch Kapitän in Trier und wie gesagt, das hat mir im Blut gelegen, eine Mannschaft mitzuführen und voranzugehen. Und das war nicht nur in den Pokalspielen so, sondern auch in den Meisterschaftsspielen, also die ganzen Jahre, wo ich in Trier Fußball gespielt habe. Denken Sie, dass diese Eigenschaft gerade auch wichtig ist in Ihrem Job als Trainer? Ja, ich bin als Co-Trainer auf jeden Fall, weil ich spreche sehr viel mit den Spielern und versuche natürlich das, was ich selber gelernt habe über die Jahre, versuche ich natürlich weiter zu vermitteln. Und wie gesagt, dann muss man auch mit einzelnen Spielern sehr viel sprechen. Das mache ich natürlich gerne, weil wie gesagt, die Erfahrung ist da und wir haben sehr viele junge Spieler und die können doch sehr viel lernen. Es ist ja auch sehr auffällig, dass Trier oft gegen große Teams gewinnt, wo man vielleicht am Anfang denkt, dass überhaupt nicht große Chancen da sind. Denken Sie, dass da vielleicht die mentale Hürde die größte ist? Ich denke, dass die meisten Mannschaften, die großen Mannschaften, die Bundesliga-Mannschaften, dass die einfach die Kleinen unterschätzen. Das war 2-mal so oder war 3-4-mal so schon in Trier. Und wie gesagt, dann kommen die Sensationen, weil die Mannschaft, die wie wir jetzt auch letztes Jahr gegen HSV oder St. Pauli gespielt haben, da ist die Mannschaft einfach motiviert. Da braucht man normal keinen Trainer, dann läuft man alleine. Und das ist, wie heißt es, und dann wird man ein bisschen unterschätzt. Und schon hat der Bundesligist auf einmal Probleme. Und dann einen Schalter umzulegen, um nochmal den Kleinen richtig unter Druck zu fordern, das ist doch natürlich ganz schwer. Man muss trotzdem immer wieder mit Niederlagen umgehen. Denken Sie, dass so ein Fußballspieler oder allgemein ein Profisportler mental sehr stark wächst in seiner Zeit? Ja, ich denke schon, weil wie gesagt, Niederlagen sind auch wichtig. Sind zwar unangenehm, aber sie sind auch wichtig. Also wie gesagt, dann weiß man, dann kann man an seinen eigenen Schwächen viel arbeiten. Man kann viel trainieren. Und wie gesagt, dadurch kann man sich auch nur verbessern, als wenn man jedes Spiel gewinnt oder wenn man immer die bessere Mannschaft ist, davon hat man nichts. Weil wie gesagt, man soll dazulernen, man soll besser werden und dann kommt auch nicht irgendwann die Überraschung, wenn man wirklich mal oder als der einzelne Spieler halt in den Profibereich wechselt. Sie haben eben schon angesprochen, die Mannschaft damals war eine immens starke, eine besondere Mannschaft. Wenn Sie die Mannschaft heute und früher vergleichen, welche Unterschiede können Sie da feststellen? Ja, das ist schwer, die Mannschaften heute oder früher zu vergleichen. Also heute ist der Fußball viel schneller geworden, ist athletischer geworden. Wir haben zwar 97 oder auch schon früher haben wir natürlich auch schön Fußball gespielt, aber ist alles langsamer gewesen. Aber heute ist einfach alles, da wird so schnell Fußball gespielt, so athletisch. Und wenn man dann ein bisschen Verletzung hat und ist weg oder man verletzt sich schwerer, und dann ist es ganz schwer, noch mal beizukommen. Und das war bei uns früher nicht. Aber wie gesagt, wir hatten einfach eine Einheit. Das kann jede Mannschaft haben, das kann jede Mannschaft verwirklichen.
Und das hat uns halt 97 oder 98 auch beim Aufstieg sehr stark zusammengebunden. Sie haben in Ihrer aktiven Zeit Paul Linz erlebt. Sie erleben jetzt Roland Seitz als Trainer. Was denken Sie, wie sich da die Arbeit der Eintracht verändert hat? Ja gut, Paul Linz habe ich halt, oder kenne ich schon sehr lange. Mit Paul Linz habe ich sogar zusammen Fußball gespielt, noch 3 Jahre. Er hat in Salmrohr mit mir zusammen gespielt. In Trier habe ich ihn als Trainer erlebt und mit ihm als, zusammen Fußball gespielt in Trier. Gut, Roland Seitz habe ich erst kennengelernt. Man hört natürlich viel von ihm, hat sehr gute Arbeit geleistet. Und deswegen ist es für mich natürlich sehr interessant, von solch einem Menschen viel zu lernen. Sie selbst haben den Aufstieg in die zweite Liga erlebt. Momentan ist es leider nur die 4. Liga bei der Eintracht. Wie sehr schmerzt das? Ja, das tut schon sehr weh, weil, wie gesagt, es war ein langer Weg. 21 Jahre wieder bis in den bezahlten Fußball. Dann haben wir auch sehr gut, oder der Verein hat sich sehr gut in der zweiten Liga gehalten. Und dann ist es auf einmal gnadenlos schnell gegangen, sage ich mal. Und jetzt bis in die Regionalliga. Es tut weh, aber wir müssen halt versuchen, wieder schnellstmöglich, dass wir in Trier erfolgreich Fußball spielen und vielleicht irgendwann auch wieder aufsteigen. Ihr ganzes Leben dreht sich eigentlich um Fußball. Wie kommt diese Faszination Fußball bei Ihnen? Wie kam das zustande? Ja gut, ich habe schon als kleines Kind, ich habe sehr früh angefangen, ich habe mit 6 angefangen Fußball zu spielen. Dann ist natürlich, dann durchläuft man die Jugendmannschaften, dann kommen die Auswahlmannschaften und irgendwann sagt man so, jetzt möchte ich auch mal vielleicht Profi werden. Gut, ganz nach oben hat es nicht geschafft, aber wie gesagt, bis die zweite Liga kam ich, habe viele schöne Spiele da erlebt und so kommt man halt zum Fußball. Hat Ihnen das Miteinander mit Ihren Brüdern da vielleicht auch so ein bisschen geholfen? Ja, sicher hat das mir geholfen, weil ich habe 2 Brüder, mit denen ich heute noch in der A-Klasse beim SV Ehrang Fußball spiele, was uns natürlich riesen Spaß macht und die haben lange meinen Weg mit begleitet. Mhm. Gut, der Jüngere, der kam irgendwann mal dazu, ist aber dann, wie heißt das, hat das nicht ganz gepackt, aber wie gesagt, er war nicht weit entfernt, er war auch bei uns in der Regionalliga, hat sogar Regionalliga gespielt damals, das war ja noch die 3. Liga, gab es ja die jetzt aktuelle 3. Liga noch nicht. Und wie gesagt, das prägt natürlich. Und desto schöner ist es, dass man heute wirklich, heute ist er Trainer, der Jüngste ist Trainer und die 2 Alten spielen dann trotzdem bei ihm mit. Und wie gesagt, macht uns riesen Spaß. Und solange wir das noch machen können, werden wir noch weiterspielen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben auch hier in Trier angefangen. Sie kommen aus Ehrang, wohnen immer noch dort, sind quasi ein Ur-Trierer. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet Heimat für Sie? Ja, das war mein großes Problem, Heimat. Also ich bin ja 1989 bin ich nach Darmstadt gegangen. Da habe ich natürlich nicht lange ausgehalten. Da kam ich schon nach einem Jahr wieder zurück. Für mich ist die Heimat, habe immer gesagt, es gibt nichts Schöneres, als mit seinem eigenen Verein so hoch zu spielen wie möglich. Und deswegen bin ich auch sehr heimatverbunden. Habe lange für Eintracht Trier gespielt, 11 Jahre im Seniorenbereich, 3 Jahre Jugend. Und bin jetzt immer noch da als Co-Trainer. Und wie gesagt, ich bin sehr heimatverbunden und ich habe auch nichts bereut. Ich habe mit Trier 2. Liga gespielt und wie gesagt, das war das höchste der Gefühle. Aber was bedeutet Heimat so konkret für Sie? Also wenn Sie vor der Porta stehen, denken Sie dann, ich bin zu Hause? Oder bei welchen Situationen fühlen Sie sich sehr heimatverbunden? Ja, sicher, wenn man vor der Porta steht, vor allen Dingen, wenn man ein Jahr weg war, wie ich in Darmstadt war, man kommt wieder zurück oder man kommt wieder nach Trier rein, man sieht die Porta oder man sieht die Kaiserthermen, also dann ist man schon, sagt, endlich wieder zu Hause. Also ansonsten, sage ich mal, ist ja irgendwo die Trier ist mittlerweile auch Alltag geworden, sage ich mal. Man lebt hier, man schätzt vielleicht die Sachen, die wir hier rundherum haben, schätzt man vielleicht gar nicht so, wie man sie sollte. Aber ich denke, wir wohnen in einer schönen Stadt und deswegen werde ich auch noch lang hier wohnen. Wie gesagt, als Sie in der 2. Liga bei Darmstadt gespielt haben, haben Sie auch dort gewohnt. Haben Sie sonst jemals den Drang verspürt, Trier zu verlassen? Das habe ich nach den Pokalspielen, weil da habe ich ein Angebot bekommen von dem Hamburger Sportverein. Da war ich auch bereit, habe ich auch mit meiner Frau drüber gesprochen, waren wir auch bereit wegzugehen, wenn das alles funktioniert. Aber leider habe ich in Trier einen Vertrag gehabt, aus dem ich leider nicht rauskam. Und das ist das Einzige, was ich wirklich bereue. Da wäre ich auch gern gegangen, weil das wäre noch mal eine Chance gewesen für mich. Aber wie gesagt, danach durfte ich trotzdem 2. Liga in Trier spielen. Also da war ein bisschen, sage ich mal, Ersatz. Wenn wir mal bei Ihrer Frau bleiben. Ich habe es schon angesprochen, Ihre ganze Familie sehr fußballverrückt. Ihr Sohn spielt auch bei der Eintracht, Ihre Brüder spielen mit Ihnen gemeinsam. Wie geht Ihre Frau damit um? Gut, meine Frau ist natürlich mit groß geworden mit mir. Also ich habe sie kennengelernt, da habe ich gerade bei Eintracht Trier angefangen, erste Mannschaft zu spielen. Da hat sie natürlich alles miterlebt. Sie ist mit mir nach Darmstadt gegangen, damals noch als Freundin, noch nicht verheiratet. Und sie hat halt alles miterlebt und für sie ist mit dem Fußball gewachsen. Und einen habe ich aber zu Hause, der hat mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun. Und zwar ist das mein Kleinster, der spielt Tennis.
Also es gibt bei uns in der Familie nicht nur Fußballer. Wenn Sie so durch Trier gehen, sind Sie da die ganze Zeit nur am Grüßen? Kennen Sie sehr viele Menschen? Werden Sie ständig angesprochen? Ja, ich werde natürlich sehr oft angesprochen, ist klar. Also mich kennen mehr Leute, wie ich die Leute selber kenne. Aber ich sage das immer schön, also wenn man Trier was geleistet hat und die Leute honorieren das oder kennen immer noch jemand, also das ist ein schönes Gefühl. Und wie gesagt, jetzt zur Lauben- oder Altstadtfest, also da ist es schon schlimm. Oder meine Frau geht gar nicht mehr mit mir, weil sie sagt, wir bleiben überall stehen. Aber das ist halt so, wenn man in Trier erfolgreich Fußball gespielt hat. Wo sind Sie denn sonst noch so unterwegs, außer jetzt auf den großen Festen wie zur Lauben und auf dem Altstadtfest? Also ich gehe sehr gerne angeln, ich habe sehr gerne meine Ruhe. Dann sitze ich allein an der Mosel, also da kann ich mich am besten entspannen. Ja gut, und dann habe ich natürlich auch noch Kinder, mit denen man auch noch einiges machen muss. Gibt es bestimmte Lokale, wo man Sie sehr oft antrifft? Nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, so Heimatfeste oder so, mal da was trinken gehen, da mal was essen gehen, aber so festes Lokal habe ich eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt mal auf die Eintracht blicken, wie wichtig sind da eigentlich regionale Spieler? Wird da ein besonderer Fokus drauf gelegt? Ja, in Trier ist es einfach schwer, weil in Trier hat man nicht die Zeit, sage ich mal, für die Jugendspieler so auszubilden oder so nach vorne zu treiben, wie man sich das vorstellt. Also wir würden natürlich auch sehr gerne jüngere Spieler öfter spielen lassen. Aber in Trier ist einfach, wie soll ich sagen, da wird einfach zu viel erwartet. Trier spielt jetzt wieder unten, sage ich mal, in der vierten Liga, in einer uninteressanten Liga. Und wenn wir dritte Liga spielen, wäre das vielleicht einfacher, wieder junge Spieler mal mehr einzubauen. Weil jetzt braucht man halt auch gestandene Spieler, damit man überhaupt mal den Erfolg wieder sieht, dass man wirklich die Möglichkeit hat, wieder in die dritte Liga zu kommen. Also denken Sie, dass in der Jugendarbeit da noch was getan werden müsste? Nein, wir haben in Trier eine sehr gute Jugendarbeit, da wird sehr viel getan. Man sieht auch jetzt, dass Jugendspieler bei uns in den Kader nachgerückt sind. Sie werden es natürlich schwer haben, aber das hat nichts damit zu tun wie in der Jugendarbeit, sondern weil einfach jetzt auch Qualität bei uns im Kader ist. Und wie gesagt, wir hatten letzten zwei Jahre hatten wir sehr viel gute Spieler hier, sehr viel guten Erfolg hatten wir. Einmal Zweiter, einmal Vierter geworden, über 120 Punkte haben wir geholt. Und jetzt ist natürlich, diese Saison wird wieder viel erwartet und da kommen die Jugendspieler, sage ich mal, vielleicht etwas zu kurz. Aber man muss sie auch behutsam aufbauen. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Einen Trierer Jungen gibt es ja doch in der Eintracht-Mannschaft, den Micha Dingels. Haben Sie zudem eine besondere Verbindung, dadurch, dass Sie beide aus Trier kommen? Ja gut, Michael kenne ich schon sehr lange, weil, wie gesagt, er hat ja jetzt die letzten Jahre quasi gespielt, wo ich aufgehört habe. Aber wie gesagt, er ist ein Trierer Junge und ist schön, wenn einer dabei ist. Wir hätten natürlich sehr gerne viel mehr Trierer Jungen dabei. Aber wie gesagt, es sind jetzt mal drei dazugekommen. Und da hoffen wir doch, dass irgendeiner mal den richtigen Durchbruch packt. Wie gerne sind Sie denn noch selbst am Ball beim SV Ehrang? Wie groß ist noch Ihr Ehrgeiz? Mein Ehrgeiz ist nach wie vor sehr groß. Also wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Da hat sich gar nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist natürlich das Tempo. Man wird älter, man wird langsamer, man wird träger. Aber ich denke, solange ich noch laufen kann, solange ich die Mannschaft oder der Mannschaft durch Spiel helfen kann, dann werde ich noch spielen. Wenn es nicht mehr geht oder die Jungs sagen, ist jetzt besser, hör auf, dann werde ich auch machen. Auch solange sie das nicht sagen, werde ich noch Fußball spielen. Bei der Eintracht steht jetzt bald die neue Saison an. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist die momentane Vorbereitung bei der Eintracht? Wie sieht das Training aus? Die Vorbereitung ist im Moment sehr hart für die Jungs. Sie müssen sehr viel laufen, müssen sehr viel arbeiten. Ist natürlich im Moment noch ein Problem, weil der Kader ist noch nicht komplett. Es fehlen noch zwei, drei Spieler. Und es kamen auch Spieler jetzt nach und nach dazu. Dann kommen Probespieler. Dann muss man sich wieder an andere gewöhnen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe oder ich weiß, dass Roland Seitz eine gute Mannschaft zusammenstellt, mit der wir wieder nächstes Jahr erfolgreich Fußball spielen können. Und wie gesagt, jetzt müssen sie halt noch ein bisschen schwitzen, eine Woche noch und dann kommen sie langsam in den normalen Rhythmus und dann ist das Schlimmste auch für die Jungs gepackt. Sehen Sie Dinge, die im Vergleich zur vorherigen Saison jetzt verbessert werden müssen? Ist das Training anders ausgerichtet? Also verbessern kann man sich immer. So, man muss jetzt erstmal abwarten. Wir haben sehr viele neue Spieler, wir hatten sehr viele Abgänge. Also wir müssen fast eine ganz komplette neue Mannschaft formen. Bis auf 4, 5 Spieler sind geblieben. Und das ist natürlich auch der Reiz, die neuen Spieler wie jetzt zu integrieren. Da wird natürlich genauso trainiert wie letztes Jahr. Da wird die System, wird alles genauso geübt, wie wir es vorher auch gemacht haben. Aber man muss halt jetzt warten, weil neue Spieler, neue Charakterien, da muss man einfach mal abwarten, was jetzt da rauskommt. Können Sie für unsere fußballinteressierten Zuschauer mal erläutern, wer jetzt noch da ist von der letzten Mannschaft und wen Sie neu haben, auf wen Sie setzen? Also setzen tun wir auf Gregorio, auf Brigage, Kröner haben wir neu,
Dann haben wir, wie heißt es, natürlich unsere alten Spieler gehalten, wie Torge Heumann, Kapitän, Andi Lengsfeld, Torwart, Fabian Zittlau, sehr junger Spieler. Vorne haben wir Juni behalten. Dann haben wir noch den Steven Leverenz dazu bekommen von Red Bull. Und wie gesagt, da werden noch einige folgen, weil das Kader noch nicht komplett ist. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, unsere jungen Wilden, die zwei aus der A-Jugend mit Burak Sösen und mit Christopher Spang sowie Christoph Anton, der schon länger bei uns dazu gehört und der, muss man auch sagen, einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat und auch im Moment im Training hinterlässt. Was haben Sie sich jetzt für Ziele für die kommende Saison gesetzt? Ja, in Trier geht natürlich, ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen Euphorie. Wir haben 1-0 gegen Alemannia Aachen gewonnen, haben gegen Wuppertal sehr gut gespielt, haben zwar 2-1 verloren, haben Elfmeter verschossen, zweimal Aluminium. Aber war natürlich ein sehr gutes Spiel. Aber ich denke, wir sollen trotzdem mal den Ball flach halten. Wir haben eine ganz neue Mannschaft und die muss sich erst mal finden, die muss zusammenwachsen. Und dann kann man erst mal abwarten, wie wir Fußball spielen. Also wie gesagt, wir sind zwar auf einem guten Weg, aber es ist noch viel, viel Arbeit für uns. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg mit dem neuen Team und ich hoffe, dass die Eintracht Trier gut spielen wird in der nächsten Saison. Vielen Dank. Vielen Dank, das hoffen wir natürlich alle. Liebe Zuschauer, Ihnen danke ich, dass Sie wieder dabei waren hier in der Weinhexe. Und falls Sie die Sendung noch mal sehen möchten oder erst später eingeschaltet haben, dann gehen Sie doch einfach in unsere Mediathek auf www.ok54.de/mediathek. Tschüss und bis zum nächsten Mal.